Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2, Part Nummer 50. Ja, wir haben die 50 erreicht und ja, war ja auch eigentlich abzusehen, wenn ich hier die ganzen Sterne einsammle. Und im letzten Part haben wir auf jeden Fall ein paar Tricky-Sterne gesammelt. Und zwar welche, die halt so ein bisschen schwierig zu erreichen waren. Ich werfe gerade meine Flasche um, ich pfeife. Sorry für die Lautstärke hier. Oh, das wäre sehr lustig, wenn ich da wieder was draus trinken möchte, aber nicht zu wild. Nicht zu wild. Wir machen auf jeden Fall hier, weil es so warm ist, mal in den Frostflocken weiter. Da können wir so ein bisschen im Schnee spielen und kühlen uns dabei gleich noch ein bisschen ab, würde ich mal sagen. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob halt an dem Tag, wo der Part online kommt, ob dann da halt immer noch so warm ist. Das ist natürlich immer so die Frage, ja. So, und ich habe jetzt bei mir extra mal so das Spiel ein bisschen lauter gemacht, dass es, wenn es irgendwo halt, ja, wenn halt irgendwo, also jetzt für mich habe ich das Spiel lauter gemacht, dass wenn hier irgendwo ein Glitzergeräusch kommt, dass man dann vielleicht danach gehen kann, würde ich mal sagen. Kann ich auf die andere Seite? Ja, gell? Ja. Weil es könnte vielleicht auch sein, dass, wobei, nee, eigentlich nicht. Weil die Sterne sind ja nie in irgendwas drin versteckt, gell? Haben wir auch schon gelernt. Und ich glaube sogar, dass es sogar gedacht, dass wir es das machen müssen, dass wir hier das aufmachen, oder? Ja. Also wenn, dann sind die Sterne meistens offen versteckt. Eigentlich immer, bisher. Ist es wieder runtergefallen? Ja. Bringt natürlich einem nichts, wenn man nicht drankommt, würde ich mal sagen. Sternteile! Okay, was war das eben, Luigi? Der rutscht, rennt dann hoch und rutscht wieder. Das sah ein bisschen komisch aus. Also von der Physik her, so ein bisschen. Na? Hier höre und sehe ich eben momentan nichts, würde ich mal sagen. Aber es liegt auch generell daran, dass die Musik hier auch generell so ein bisschen fröhlicher aufgebaut ist. Aber bisher sieht es nicht so aus, als hätte ich irgendwas verpasst. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier, weil es hier mehrere Abschnitte gibt, dass die Sterne auch sonst wo versteckt sein können. Gell? Muss ja nicht hier unbedingt jetzt am Anfang sein. So, dann holen wir uns mal die Feuerblume und gehen ein Stückchen weiter. Ich möchte ja so ein bisschen verweilen in dem Level hier, bin ich ganz ehrlich. Immer so, wenn man so ein bisschen überlegt, dass die ganze Zeit schon so warm ist, dass man dann auch schon am liebsten gerne direkt in den Schnee reinspringen würde. So ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass halt hier jetzt groß alle Sterne versteckt sind. In Röhren waren sie bisher ja auch nicht versteckt, von daher, ja. Ich meine, was nicht ist, kann auch sein, aber ihr wisst ja, was ich meine, gell? Oder hier kriege ich vielleicht irgendwo einen Stern und kann ihn verpassen, genau. Wollte gerade sagen. Ja, okay. ja, Level-Neustart, würde ich mal sagen. Aber gut, da muss ich halt gucken, ab welchem Moment ich springe, würde ich mal sagen. Ah, wir haben hier eh einen Checkpoint, von daher ist es dann nur halb so wild. Ein bisschen früher abspringen, damit halt der Schwung nach vorne besser reicht, damit die Höhe auch stimmt. Okay, dann haben wir das ja auch. Gefällt mir. Am Ende war es der zweite Stern, aber ich kann mir schon fast nicht vorstellen. Weil, ja, okay, passt. Bin echt mal gespannt, wann wir so den ersten Stern finden, der dann der zweite Stern ist und man den ersten dann irgendwo noch vorher hätte finden können. Bin ich wirklich mal gespannt. Aber gerade weil das Level hier halt jetzt noch ein bisschen mehr bietet als nur dieses Schnee an sich, da war ja noch so eine Stelle, wo halt, glaube ich, alles weiß war. Also halt so neblig weiß war, dass man halt nicht großartig gesehen hat. Und da könnte ich mir halt auch einen Stern vorstellen, so ein bisschen. Wenn man halt immer hinterher überlegt, okay, vorher hatte man immer Sterne gesammelt. Einfach nur, weil man halt weiß, man muss ans Ende kommen. Und jetzt hat man halt so den Gedanken, man hat das Level vorher schon mal gespielt. Und deswegen muss man jetzt auch noch darauf achten, dass hier, ja, an Stellen, wo es ein bisschen schwieriger ist, etwas zu entdecken, dass dann da vielleicht dann doch eher ein Stern zu finden ist. Aber immerhin haben wir den Vorteil, dass wir jetzt ab hier wissen, dass wir, ja, dass wir halt nur bis zum, also dass wir halt ab dem, also nach der Rutsche erst weiter suchen müssen.
Frag mich natürlich immer noch, wer ja den Goomba in Schnee eingesperrt hat, aber okay. So, und wenn man halt den Stern nicht hätte, dann könnte man ihn hier zum Beispiel noch holen. So, oder ist halt hier irgendwo versteckt, kann natürlich auch sein. Und natürlich nicht vergessen, hier kann man von Blöcken zerstampft werden, wenn man... Ja, wenn man nicht aufpasst. Na, komm ab, du. Ich mache einfach mal bewusst jetzt jeden Block kaputt, damit wir ein bisschen Übersicht haben. So, da ist die Kometenmünze. Na. Aber ich glaube, jetzt hier, also da muss man, glaube ich, noch ein Stückchen weitergehen, um den nächsten Stern zu finden. Oh, uiui, das war knapp, dass der da nicht zerquetscht wurde. Das war eigentlich schon fast Glück. Da ist ja nur die Röhre drin, ja. Okay. Na gut, auf die andere Seite. Und hier wäre ja eigentlich, glaube ich, das Level erstmal vorbei. Also so vom Gedanken her. Aber vielleicht mal ein bisschen umgucken. Ah, da hinten ist er. Seht ihr, da ist wieder das Leuchten. Alles klar, also müssen wir da erstmal rüberkommen. Dum, 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 dum. Achso, es war ja so, dass man hier mit den Kugeln hier... Ja, stimmt. Dass man halt hier so einen Weg baut, so ein bisschen. Ja, wenn man halt schon fast wieder die Features in einem Level vergessen hat, sage ich mal. So, jetzt da rüber. So, hier war der Stern, gell? Aber jetzt kann ich natürlich die Kamera wieder nicht... Doch, da ist er. Okay. Alles klar. Ist auch ganz schön, dass er immer so diese Glitzerstreifen hat, damit man ihn auch ein bisschen leichter erkennen kann. Wenn er selbst halt hinten dran versteckt ist. Aber ja, gefällt mir trotzdem. Vor allem, weil man halt so ein bisschen vom Spieler verlangt, dass er halt so ein bisschen Skillspringen vollführt. Dass er halt am besten so zum Stern springt, dass er nicht in die Lava fällt. Gerade wenn man dann halt in einem Gebiet, wo er nur 3 Leben hat. Aber genau das... macht ja den Schwierigkeitsgrad aus. Das wäre ja wirklich... Man muss jetzt das anders überlegen. Wenn man halt jetzt die ganze Zeit hier jetzt auf die Sternensuche gehen würde und man würde einfach... Wenn die Sterne wären super einfach einzusammeln, dann könnte man auch den Stern auch einfach hier gleich am Start vom Level hinsetzen und dann hinterher sagen, ja gut, sammel ein, da hast du fertig. Und da, wo ist denn da der Spaß dabei? Und bei mir, ich muss halt persönlich sagen, ich... Bei mir gehört bei Spielspaß auch ein bisschen dazu, dass man halt auch, dass man halt gefordert wird. Dass man halt nicht alles geschenkt bekommt, zumindest. Und deswegen gefällt mir das halt so gut. So, und das war jetzt hier der Abschnitt, wo die ganze, wo man halt am Ende gegen diesen Sorbeti gekämpft hat, hieß er glaube ich nochmal. Diesen komischen, Clown-Nasen, Schneeball, sag ich mal. Und dabei gehe ich halt davon aus, dass halt der Stern dann wohl irgendwo in der Nähe bei ihm versteckt sein wird. Also ab dem Punkt, wo halt dieses Nebelgebiet anfängt, denke ich mal. Weil sonst könnte man sich ja auch sparen, hier das noch so weit zu bauen. Was muss ich hier nochmal machen? Muss ich hier einfach nur den nächsten Stern finden? Die Röhre war ja Bonus, das weiß ich ja. Ah, ich muss Sternteile sammeln. Achso, okay. Oder hier... Sternteile, Sternsplitter. Man kann es halt aussuchen, gell? Aber es ist halt auch das. Man kann es ja leider nicht alles merken. Aber gerade aus dem Grund ist es ja dann so schön, wenn man halt dann deswegen nochmal in die Level geht und dann feststellt, ah, das war das, was man nochmal machen musste. Und schön, dass man es dann nochmal weiß, gell? So, nicht berühren. Wollte ich gerade sagen. Weil sonst verliere ich meine Fähigkeit, die ich ja brauche. So, und übrigens, was die Baustelle draußen angeht, es wird sich noch über Monate hinziehen, weil, ja. Die brauchen dafür halt Monate und dann ist es halt leider so, gell. Ich meine, ihr hört es, glaube ich, eh kaum, weil ich ja immer, wenn ich hier, ich nehme meine Stimme halt nebenbei mit, nehme ja meine Stimme so der separat auf. Und wenn ich meine Stimme aufnehme, dann tue ich dabei immer noch ein...
Noise Reduction drüber laufen lassen. Also ich tue dann sozusagen eine Aufnahme machen, komplett ohne meine Stimme. Tue dann halt das Rauschprofil tue ich dann ermitteln, ja, in dem Sinne. So nennt sich das. Und wenn ich halt dann fertig bin mit der Aufnahme, lasse ich halt diese kurze Passage tue ich halt hier ermitteln, klar. Und lasse dann über meine aufgenommene Tonspur halt rüberlaufen. Und dann hört man nur noch meine Stimme und vielleicht auch die Musik vom Spiel noch so leicht. Also ich so ein bisschen... Oh, da ist der grüne Stern. Der ist einfach da irgendwo im Nebel versteckt. Okay. Und dass man halt dann halt das Ganze dann ohne Rauschen hört. Okay, ich kann nur drehen, aber kann ich gucken? Jetzt kann ich gucken. Ja gut, man hört ihn, aber ich glaube, der ist bewusst gerade hier so ein bisschen... Da war auf jeden Fall irgendwo rechts. Na. Hab natürlich wieder auf den Hintergrund geachtet. Irgendwo auf der rechten Seite war er doch eben, oder? Nein, ich wollte nicht runterfallen. Weil es kann sein, dass ich den ab hier holen muss. Gute Frage. Ab hier, nee, aber hier rutscht man runter, gell? Was war dann hier nochmal? Bin ich jemals runtergesprungen? Ah, okay. Okay, das ist ein Secret. Hier war ich noch gar nicht. Okay, aber schön. Vor allem, wenn man sich das Feld anguckt, das sieht aus wie ein Stern, also mit den Zäunen. Aber okay. Schön, dass man halt durch die Sterne auch noch auf Stellen aufmerksam gemacht wird im Spiel, wo man halt vorher noch nie war. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal passiert. Aber gut, hätte man vielleicht sehen können, wenn man halt der Münze folgt und blind runterspringt. Aber das war halt jetzt schon doch auffällig und ja, passt. So, und dann haben wir auch den dritten Stern schon. Und die nächste Welt komplett. Sehr schön. Gefällt mir. Wie gesagt, ich wiederhole mich ja. Ihr wisst ja, ich bin halt leider so. Aber ich bin halt momentan eher so im Gedanken, dass ich mich halt drauf konzentriere. Ja, das wird lustig. Dass ich halt auch die Sterne kriege und weniger, dass ich halt irgendwas random quatsche. Außer mir fällt irgendwas ein, über was man so nebenbei quatschen kann, während man halt gemütlich nach den Sternen suchen kann. Aber ist halt gerade bei Let's Plays immer so ein bisschen schwierig, dass man halt auf der einen Seite sich natürlich auf das konzentrieren möchte, was man halt macht. Und auf der anderen Seite hier dann trotzdem noch so ein bisschen die Leute unterhält. Und da oben sieht man schon den Stern. Also kein Problem. Wobei, das sind sogar zwei Sterne, da und da. Okay, dann haben wir, wissen wir jetzt, wo gleich alle sind. Das Einzige, was halt hier jetzt so ist, ist halt nur, dass man halt das Level halt machen muss, in dem Sinne. Nochmal. Wird vor allem lustig, weil... Gucken, wie man drankommt. Nicht hier das Einsammeln an sich. So, okay, der erste war hier oben, gell? Ja, das sieht man ihn auch nochmal. Wie komme ich da am besten hin? So, okay, alles klar. Ja, so macht es am meisten Sinn. Und bald kann auch Rückwärtssalto machen, oder? Geht ja auch. Okay. Nicht zu kompliziert denken mit dem Seitwärtssalto. Ich bin halt nur gewohnt, gell? Dann wird ja diese Welt auch relativ schnell gehen, würde ich mal sagen. Mit Anführungszeichen. Dass man halt nur drankommen muss. Vor allem wieder schön, wenn man halt da unten rechts dann sieht, dass man halt unter eine Minute gebraucht hat für einen Stern. Und dass man gleich den nächsten angehen kann. Was, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ja, was ihr eigentlich von dem Suchen generell haltet oder was ihr besser findet, ob man halt Sterne eher suchen sollte oder ob man Sterne halt zwar gleich sehen sollte, aber halt überlegen muss, wie man drankommt. Was ihr da irgendwie bevorzugt, würde ich mal sagen. Ich denke mal, bei dem muss ich halt, glaube ich, so drankommen, dass ich halt hier auf das Gelbe gehe und dann halt rüberspringe, damit die Höhe auch stimmt. Weil ich glaube, so von der Höhe her, ich glaube, ist der ein Ticken höher als der hier. Bin ich ganz sicher. Und dadurch, dass man hier auch noch Checkpoints hat, ist natürlich auch alles, ja. Ab da vorne natürlich auch lächerlich, gell, in dem Sinne. So, und wenn man sich natürlich auch noch merken kann, was hier gerade auftaucht und was nicht, dann hat man natürlich auch kein Problem hier drüber zu kommen, auch wenn man hier so leicht Risiko spielt, wie ich es hier gerade mache. Nein! Okay, das war dumm von mir.
Aber gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen den Block springe. Ja. Okay, aber wie gesagt. Schwer ist was anderes. Das war jetzt eigentlich mehr Dummheit. Wenn man halt dann diesen Rhythmus gewohnt ist, dann hat man auch irgendwann mal auch kein Problem mehr damit. Was? Okay, da habe ich irgendwie im Block geklemmt. Ihr habt es gerade gesehen. Ich bin irgendwie... Ich wollte eine Drehung machen und als er nach oben geht, stand er auf der Stelle und ist einfach weggerutscht. ja. Aber das passiert natürlich auch, wenn man halt versucht, jetzt ganz schnell hier durchzugehen, gell? Auch wenn es natürlich möglich ist, hier schnell durchzugehen. So, Achtung. Dum-dum-dum-dum-dum. Und jetzt halt nicht beim Block hängen bleiben, weil das war jetzt ein bisschen sehr doof. So, Checkpoint und dann einfach schön gemütlich davor gehen und den auch einsammeln hier, den Stern hier. Ja, man kommt sogar so dran. Ja gut, da tut einem die Vorschau wirklich halt schon im Vorfeld zeigen, wo da der Stern ist und man muss halt nur noch hingehen in dem Sinne. Im Prinzip ist dann der Stern ein bisschen leichter gewesen als der Standardstern in dem Level, weil man halt nicht die Silbersterne einsammeln musste. Aber, ja. So. Und dann hätten wir sogar noch Zeit, noch ein Level zu machen. Vielleicht mache ich auch heute einen längeren Part. Kann ich da auch gucken. Ja, machen wir einfach so, weil das sind ja Zweierstern-Level. Und, ja. Mal abgesehen vom Schwierigkeitsgrad ist natürlich dann hier, dass man halt nur zweimal zwei Sterne holen muss. Und dann ist ja das, ist ja zumindest mal das Suchen weniger gegeben, wobei man halt gerade bei dem Level wieder sagen muss, gerade wenn man hier mit der Kugel rumrollt, wird man vermutlich dann auch ein bisschen am Suchen sein. Oder dass man halt aus Versehen halt vorbeigeht, gell? Da hört man auch hier das Sterngeräusch, aber das ist ja der Standardstern. Also dass halt zum Beispiel einer hier vielleicht bei dieser Kugel da vorne ist. Werden wir dann feststellen. Vor allem erstmal wieder dran gewöhnen, dass man hier diese Kugel steuert. Aber die Steuerung der Kugel ist ja an sich nicht das Problem. Also nicht wirklich in dem Sinne. So, erstmal so ein bisschen umgucken hier. Kann ja immer irgendwo sein und die kann ich eigentlich auch so gleich mitnehmen, gell? Man merkt halt übrigens, wenn ich halt mit dem Sucher vor auf den Bildschirm gehe, dann rollt halt Luigi sonst wo rum. So, den müssen wir sowieso einsammeln, wenn wir weitergehen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass hier der Stern erstmal gar nicht versteckt ist, aber ich möchte halt trotzdem sicher sein. Na? Wobei es jetzt gerade nicht so aussieht. Gut, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter und suchen dann vielleicht weiter auch nach einem Stern, würde ich mal sagen. So ein bisschen. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier das Feld war, wo ich... Ne, hier war es nicht. Hier sind Goombas. Ich hätte mir vielleicht die... Ja gut, bei Rot. Ich hätte mir vielleicht die Farben merken sollen, wollte ich gerade sagen. So. Ja, das wird halt lustig. Das wird halt echt lustig, wenn ich hier Sterne suche, während ich halt hier... Hier links vielleicht. Irgendwie das Gefühl, als würde ich ihn hören. Ich höre ihn sogar. Aber gut, dann gehe ich erstmal nach oben. Dass ich ihn vielleicht von oben höre. Oder besser sehe, sage ich mal. Ah, da ist er doch. Na! Ich rolle einfach nebendran hier. Was ist denn los? aber gut, dann wissen wir zumindest mal, wo er ist. Dann müssen wir nicht, ihn nicht suchen. Ist halt wirklich, dass wir halt mit der Plattform schön gemütlich nach oben fliegen. Fliegen, sage ich schon, gell? Fahren und dann halt wirklich hier mittig halt runterrollen. So, alles klar. Na komm, na, wieder nebendran. Man könnte sich da eigentlich auch Zeit lassen, aber ich würde am liebsten direkt beim nach links rollen einsammeln, anstatt beim nach runterfallen. Weil es dann, glaube ich, ein bisschen einfacher wäre, aber gleichzeitig, ja, verliert man halt so ein bisschen das Timing, dass wann man halt runterrollt. So, bei der gelben Stelle hier. Ah, schon wieder nebendran.
Ja gut, da kommt halt ja noch die Schwierigkeit hinzu mit der Kugel da zum Steuern. Aber vielleicht soll ich da trotzdem ein bisschen gemütlicher machen und dann habe ich weniger Probleme. Zumal ja das nicht der letzte Stern ist hier in dem Gebiet hier. Na komm. Ah, nee. Jetzt habe ich auch verstanden, warum. Okay. Wir müssen mit Luigi den Stern berühren und nicht mit der Kugel. Ihr habt ja gerade gesehen, ich bin ja mit der Kugel gerade wirklich durch den Stern durchgegangen. Mit Luigi muss ich ja also dran. Also eigentlich schon so ein bisschen früher hin. Oder ich warte einfach mal, bis es aufhört, bis die Plattform verschwindet. Oder wieder runter geht, ja. Wie knapp ich hier gerade am Rand rumrolle. Können wir einfach mal stehen, oder? Na komm, wieder hoch. Dann müsste ich ja eigentlich beim nach oben gehen einsammeln. Ja, okay. Das war jetzt Balance Act at its best, absolut. Die ganze Zeit dumm runtergefallen und dann ewig hier am Rand rumstehen, ohne dann links oder rechts zu gehen. Was übrigens auch nicht ganz so leicht ist, wenn man die Wiimote die ganze Zeit immer so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Man hält die halt nie hundertprozentig gerade, das wollte ich damit sagen. Und, aber gut, gefällt mir trotzdem. Es soll ja, was möchtest du mir sagen? Das war eine harte Galaxie, aber du hast dich meisterlich geschlagen. Wenn du jemanden hättest, der dir als Zweispieler... Ja, was soll mir da bitte der Zweispieler helfen? Der kann den Stern nicht einsammeln. Es sei denn, der zweite Spieler schafft es irgendwie, dass die Kugel komplett still steht, indem er sie berührt. Aber das wäre dann, glaube ich, vielleicht so ein bisschen hinderlich für den ersten Spieler, weil dann will man mit Vollgas irgendwo hin und dann bleibt die Kugel plötzlich mittendrin stehen. Das ist natürlich nicht so von Vorteil. So, auf jeden Fall wissen wir halt dann, dass der nächste Stern dann irgendwo danach sein wird. Und ich liebe halt diese Art und Weise, dass man halt diese Reihenfolge so ein bisschen verfolgen kann. Dass man sich halt nicht dumm und dämlich sucht, weil es wäre ja ärgerlich, wenn man plötzlich hier, sagen wir mal, wir haben drei Sterne. Und der dritte Stern ist irgendwo vor dem ersten Stern. Und da denkt man sich natürlich auch, was ist das für eine komische Reihenfolge. So, und ich habe übrigens gerade gesehen, man sieht sogar von Anfang an schon, wo der... ja, wo der Schlüssel ist. Und zwar ist er einfach hier genau hinten dran beim Grünen. Wenn ich hier mal durch darf. Bin ich jetzt verwirrt, weil... Achso, ja doch. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil halt ich der... Ja, weil halt sich das Level auch noch so ein bisschen dreht dabei. Und dann, wenn man halt nach links oder rechts geht, dann sieht es dann eher so aus, als müsste man eigentlich nach unten gucken. Aber dann ist unten plötzlich da, wo hier... wo dann plötzlich gelb ist. Und ja... Okay. So, gib mal Sternteile her hier. Darf ich auch nicht vergessen, dass wir die auch einsammeln wollen hier. Das war jetzt ganz dumm von mir. Was ist denn los? Da war ich schon wieder so im... ich möchte rennen, aber gleichzeitig hier sollte ich... Na, den habe ich noch gemeint. Sammle die Sternteile ein. Da war ich vor lauter hier nach vorne drücken, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Zu schnell. Und dann springt man natürlich wieder wie so ein Bekloppter. Zu weit. Seht ihr, mit der Münze? Ja, stimmt ja. Ist ja normal, dass man mit der Kugel hier die Münzen einsammeln kann. Sonst hätte man ein Problem gehabt bei anderen Aufgaben. So. Ich bin echt schon überlegen, wo der andere Stern sein könnte. Ich habe das Gefühl, das würde ich die ganze Zeit hören, aber kann vielleicht auch die Kugel selber sein. Ui, ui. Achtung. Ich glaube... Oh, kann es vielleicht sein? Weil hier sind jetzt die Kreissägen. Die machen ja hier jetzt die Löcher in den Boden, gell? Achtung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man übrigens hat, bis das hier aufgeht. Dass halt jetzt irgendwo hier ein Stern in den Lücken drin ist. Das hatten wir ja schon mal, deswegen bin ich gerade überlegen. Dass man sich sozusagen einfach nur fallen lassen muss. Na, hier ist... Ah, da hinten ist er, okay. Also auf der nächsten Plattform. Also brauchen wir eigentlich gar nicht groß jetzt noch zu warten, sondern einfach loszugehen. So. Okay, da vorne ist er.
Ach, der ist da an der Ecke, wo wir gegen den gegen Kettenhund. Ja. Okay, das ist gemein. Wobei ich glaube. Ja, nee, wir doch, wir machen es anders. Wir müssen den Hund besiegen. Ja. Und wenn ich dann. Wenn er mich dann nicht mehr stört, dann habe ich Zeit, um den Stern einzusammeln. Na. Haust ab. Ich stelle mich aber auch gerade an, so ein bisschen. Weil ich brauche Schwung, um ihn zu treffen, und den habe ich gerade nicht. Na, haust ab. Sag mal. Mist, 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 Mist. Gerade stelle ich mich wirklich gerade dumm an. Aber ich kriege einfach den Schwung nicht hin. Na komm. Fallst du. Toll. Ja, habt ihr es gerade gehört? Ich habe ihn gerade noch eingesammelt. Oh, man sollte vielleicht die Wiimote natürlich wieder nach oben halten und nicht nach vorne. So, zum Glück ist der Weg nicht weit, aber ist trotzdem ein nerviger Kettenhund. Bin ich ganz ehrlich. Na. Oh, okay, die Kreissägen machen einem nichts. So. Wir können natürlich auch gleich versuchen, rüber zu hüpfen, aber. Weil ich mach's einfach. Der Kenno muss ja eh außenrum gehen, würde ich mal sagen. Na. Ja. Man sollte aber am besten so springen, dass man eben nicht runter. Ah, das ist immer das Geräusch, wenn der Kettenhund runterfällt, und der fällt dann halt auch runter, weil er mir folgt. Was, er ist runtergefallen? Ich spring einfach mal hinterher. Ach ja. Wenn man halt jetzt nur aus dem Grund fällt, wenn man hier ja ungeduldig versucht, den Stern zu kriegen, anstatt man einfach ganz gemütlich spielt, sage ich mal. Aber immerhin haben wir dabei jetzt noch schön Sternteile gesammelt, und dann passt es ja. So, du kannst mir mal gestohlen bleiben. So, hätte ich gleich machen sollen. Hätte ich echt gleich machen sollen, hätte ich nicht so ewig mit ihm gekämpft, und dann hätte es gepasst. Oh, und dann wäre auch der Part nicht so lang gewesen. Man kann jetzt mal kurz gucken, unten rechts, wie viel Zeit ich mit dem Level verbracht habe. Dass man da vielleicht, sagen wir mal, so 2-3 Minuten abziehen könnte. Ja, wobei, okay. Aber gut. So, und da haben wir heute 3 Level geschafft. Wenn auch 2 mit 2 Sternen, aber das passt ja dann trotzdem. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario Galaxy 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.